Moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicle, der ist euer Raphael und ich habe heute die erste Ausgabe unseres Madden NFL 17 Ultimate Team Let's Plays für euch und wir starten diesmal nicht mit einem großen Pack Opening, denn ich glaube, da werden noch bessere Packs kommen jetzt in der kommenden Woche. Das, was da jetzt drauf ist, dieses Bundle, dieses Launchpack, das gefällt mir noch nicht so richtig, muss ich sagen. Wir werden allerdings kurz mal ein kurzes Pack ziehen und zwar gibt es so ein Welcome Pack, das werden wir mal aufmachen, diesen Elite Player Pack, das machen wir dann auch im Rahmen des Pack Openings auf. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Ich hoffe, da habt ihr dann Bock drauf auf das Pack-Opening, wenn das kommt. Aber mit den Packs finde ich ein bisschen blöd. Diese Launch-Packs gefallen mir nicht so sehr. Wir machen das Welcome-Pack auf. Da ist ein Gold-Player drin. Immerhin. Wieso auch nicht. Ansonsten habe ich natürlich schon das Anfängervideo hochgeladen für Ultimate Team. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr neu beim Madden Ultimate Team seid. 66er Steven Charles, Justin Ellis, Defensive Tackle, Silberspieler. Ja. Taufo Uu, ja, das läuft, das ist natürlich ein Name, den merkt man sich. So, Attacking 3-4, dann kriegen wir hier noch einen Goldspieler, das ist James Carpenter, Left Guard von den New York Jets und er hat als Chemistry Style im Rushing Offense, wenn ich mich nicht täusche. Und dann gehen wir mal rein, schauen mal, was er so für Werte hat. Stärke 87, Run Block ist okay, Pass Block nicht so stark. Nicht so stark. Ansonsten, ja, okay, von den Spielern her würde ich mal behaupten. Ja, das ist das Pack, das könnt ihr auf jeden Fall aufmachen, kostet 50 Coins, da fällt euch kein Zacken aus der Krone. Und weil wir jetzt heute noch kein Pack-Opening machen, kein großes, und das Team noch nicht wirklich verbessert ist, weil ich auch nicht dazu gekommen bin, Solo-Challenges zu spielen, werden wir heute mit Draft-Champions spielen. Da bekommt ihr direkt mal ein paar gute Spieler wahrscheinlich zu sehen. Gehen wir mal direkt rein hier, Play Draft-Champions, draften uns ein schönes Team zusammen mit Madden 17. Und wir gehen mal ganz normal rein hier in den Unranked Draft. Ja, fangen wir an. Chip Kelly von den 49ers Head Coach. Dann haben wir hier Jim Caldwell Head Coach der Detroit Lions. Oder Dirk Koetter von den Buccaneers. Und ich glaube, das interessanteste Playbook. Oh, das ist schwer zu sagen. Vielleicht die Lions. 3-4 Defense. Jetzt steht hier auch mal, ob das 3-4 oder 4-3 ist. Danke. 3-4. Wir gehen hier auf das 49ers Playbook. Und damit auch auf Chip Kelly. Und wir kriegen zuerst mal eine richtig dicke Auswahl hier. Champ Bailey, Cornerback von den Legends. Dann haben wir Ray Nitschke, Midlinebacker, 91er von den Green Bay Packers aus 1966. Oder hier Lawyer Milloy, 90er Overall, Strong Safety. Aber der ist nicht so schnell, hat dafür ganz gute Coverage-Werte und ja, eine Hit-Power von 90. Aber ich glaube, wir gehen hier einfach mal für den Cornerback. Das ist, glaube ich, die Position, die mit am wichtigsten ist. Champ Bailey hier von den Washington Redskins aus dem Jahre 2000. Den wählen wir uns mal aus hier in Runde 1. Direkt eine sehr gute Karte bekommen, direkt Glück gehabt. Geht auch weiter, wieder Elite-Spieler Brandon Marshall. Great Pick haben wir bekommen. Ein paar XP hier, beziehungsweise ein paar Gamer-Score-Punkte. Strong Safety, Morgan Burnett. Gute Sound-Coverage, Hit-Power von 84. Aber Brandon Marshall gefällt mir da grundsätzlich schon noch ein bisschen besser. Deswegen nehmen wir den hier mal als Mittellinebacker. Runde 3 von 15. Oh, Andrew Luck, Larry Fitzgerald oder Mitchell Schwartz. Und jetzt wird's interessant. Larry ist langsam, das ist nicht so gut. Andrew Luck hingegen hat gute Werte. Und deswegen nehmen wir hier mal Andrew Luck. Dann haben wir schon mal einen guten Quarterback, einen mobilen Quarterback. Mit dem kann man viel machen. Left End, Derek Wolf, Julius Peppers als Right Outside Linebacker oder Mauga als Middle Linebacker. Und ich glaube, hier nehmen wir uns Derek Wolf. Der passt in unser System. Julius Peppers passt da nicht unbedingt rein. Deswegen hier, glaube ich, die richtige Wahl gewesen. Drew Brees, Right Tackle, Ryan Schrader, Allen Robinson ist auch okay. Aber was hilft uns? Ja, wir brauchen auch einen O-Liner. Komm, rein damit mit Schrader. Guter Mann, Runde 6 von 15. Oh, eine Vero Bowman als Mittellinebacker. Oder wir kriegen jetzt hier wirklich nochmal einen guten O. Wir nehmen uns jetzt hier Pryor. Wir nehmen uns jetzt hier Pryor als Strong Safety. Der macht einen super Eindruck. Bisher echt gut Glück gehabt hier bei den ganzen Geschichten. Klar, hier brauchen wir nicht überlegen. Da gehen wir noch Overall 86er. Josh Sitton für die O-Line. Also wirklich absolute Top-Werte. Oh, jetzt haben wir zum ersten Mal ein bisschen was, wo es nicht so läuft. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal, Riddick ist nicht so schnell. Wir nehmen uns hier Kendall Wright von den Tennessee Titans, Wide Receiver. Leonard Williams, auch ein guter Mann für unser System, passt gut als Right End. Nehmen wir hier mit rein. Wir wollen ja natürlich auch Gameplay dann gleich sehen. Brandon Marshall, Wide Receiver, super Mann. Lane Johnson, Right Tackle, da haben wir schon einen. Deswegen haben wir jetzt einen Wide Receiver mit Brandon Marshall. Kann auch gut blocken, richtig guter Mann, auch für den Pass-Block und für den Run-Block natürlich.
Free Safety, haha, Clinton Dix, William Gay oder Ian Williams als Defensive Tackle? Ich glaube, wir gehen hier für den Free Safety, Clinton Dix. Runde 11 von 15 und ich bin gespannt. Es kommen noch gute, oh, Luke Kuechly. Justin Houston, Dante Hightower. Wir gehen hier für Justin Houston, natürlich. Richtig starker Mann. Wir haben schon Brandon Marshall und wir brauchen da eher Justin Houston als den anderen Kollegen. So, Devonta Freeman, der ist, glaube ich, schnell. Das ist interessant. Ich bin gespannt, ob das ein Vorteil sein wird. Den nehmen wir mal. O-Line haben wir soweit zusammen. Zwei dürfen wir noch auswählen. Jetzt haben wir natürlich noch einen besseren Running Back bekommen mit Todd Gurley, Doug Baldwin oder Greg Olsen. Schwer zu sagen. Und ich glaube, wir gehen hier doch für Greg Olsen. Ich habe erst überlegt, Todd Gurley zu nehmen, aber wir gehen jetzt hier mal für Greg Olsen. Letzte Runde, 89er, DeMarco Murray oder Stephen Dix oder nochmal Safety. Aber wir nehmen hier natürlich DeMarco Murray als Running Back dann mit. Gute Entscheidung von uns gewesen. Oh, ein ganz, ganz interessantes Team haben wir uns hier zusammen gedraftet, wie ich finde. Und das könnte interessant werden. Ich freue mich jetzt auf das erste Madden NFL 16 Ultimate Team Gameplay hier. In diesem Spielmodus Draft Champions. Und wir gehen direkt in die erste Partie. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das erste Spiel so wird. Und los geht's in dieser Partie. Wir spielen in den Jerseys der Denver Broncos und starten jetzt mal hier rein. Oh, das war jetzt aber nicht so gut, weil der hat überhaupt sich nicht bewegt, als ich hier gelaufen bin. Sehr, sehr interessant. Starten wir mal rein. Erster Spielzug. So, und wir starten mal mit einem schnellen Ball. Schön, der kommt an. Brandon Marshall direkt mal mit einem Catch hier für 8 Yards Raumgewinn. So, Laufspiel ist angesagt. Super gemacht, DeMarco Murray. Schöner Raumgewinn. Freeman ist gelaufen. Warum denn nicht Murray? Die Cornerbacks vom Gegner scheinen hier extrem gut zu sein. Hinten rein, incomplete. Oh, wow, 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 wow. War natürlich schon direkt riskant, was wir hier gemacht haben. Slot-Cross-Spielzug. Und da haben wir extrem viel Platz. Schaut euch das mal bitte an. Andrew Luck geht auf den Boden. Andrew Luck mit dem First Down. Oh, DeMarco Murray. Slipscreen. Murray. So, wieder ein Halfback-Spielzug. Oh, der war nicht so stark, aber trotzdem holt Freeman hier ein paar Yards raus. Warum spielt nicht Murray? So, Dritter und Eins. Meine Güte. Dritter und Eins. Und jetzt lauf, komm. Lauf doch, Junge. Er nimmt den Fumble mit. Er nimmt den Fumble mit, First Down. Oh Gott. Super gemacht. Da muss man natürlich immer, da kann man nicht so einfach mit rechnen. Und dann Andrew Luck, schaut euch das an. Jetzt haben wir Platz, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Lauf doch, Junge, lauf doch. Ja, gut gemacht, Andrew Luck, wieder einen schönen Raumgewinn geholt. Zweiter und zwei. So, zweiter und zwei. Und das ist hier ein Lauf durch die Mitte. DeMarco Murray kann da nicht viel machen. Läuft jetzt zum ersten Mal hier. Dritter und eins, Chip Kelly hier. Ja, gut, mit dem T-Shirt der Broncos an sich dran angezogen, wie auch immer. Gott, jetzt fehlen mir hier die Worte. Das will ich in naher Zukunft ehrlich gesagt noch nicht erleben. Das will der Chip Kelly sehen. Schöner Ball. Wright macht das super. Und dann haben wir einen neuen ersten Versuch geholt. Hier kurz vor Ende des ersten Viertels. Und das Laufspiel generell ja ziemlich gut in Madden 17. Ja, auch hier läuft es wieder. Murray geht weiter. Zweiter und sieben. So, einen kurzen Pass. Funches könnte den hier fangen. Oh Gott, die Interception, das ist der Pick 6. Das hat er gut gemacht. Wir haben bis hierhin echt gut gespielt. Und jetzt hier mit dem Pick 6. Oh, 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 das tut weh. Das tut richtig weh. Stark gespielt. So, Play-Action-Pass. Ja, gut wieder gestoppt. Wir sollten nicht so viel hier scramblen mit dem Kollegen. 2014. Eieieiei, der Pick 6 war teuer. Der war teuer, der ärgert mich auch immer noch. Müssen wir zusehen, dass wir das in Zukunft ein bisschen vermeiden. Den hätten wir da nicht so werfen dürfen. Der ist wirklich super mitbekommen. Aber schau euch mal an, der hat einfach nur schnelle Spieler. Und das ist, wie gesagt, einigermaßen wichtig hier in Madden 17. Und nächster Fumble und der ist wieder weg. Der ist wieder weg. Das kann nicht wahr sein. Jetzt ist er weg. Das kann nicht wahr sein. Mann, wir müssen auf den Boden gehen. Jalen Ramsey.
So, Laufspiel durch die Mitte. Und das können wir, naja, was heißt gut stoppen. 4 Yards holt Coleman trotzdem raus. So, rauf da, komm schon. Und das ist keine Interception. Oh Mann! Russell Wilson. Der Gegner also mit Russell Wilson natürlich auch interessant. Und der Ball kommt nicht an, der ist auch incomplete. Jetzt haben wir den 4. Versuch für ihn. Er kann es natürlich probieren, hier das Field Goal mitzunehmen. Ist natürlich ein bisschen schwerer zu treten, aber ich gehe mal davon aus, dass er ihn machen wird. Dann führt er hier mit 10-0. Das ist schon ein Two-Possession-Game, leider. 2 Minuten 44 vor. Ne, der geht daneben. Sehr gut. So, Mesh-Spielzug. Ja, Marshall hält den Ball fest. Sehr gut. Raumgewinn. 4 von 6, Andrew Luck. 39 Yards, leider die eine Interception natürlich. Die tut noch ein bisschen weh. Aber ansonsten doch bis hierhin. Ah, wir haben der erste Drive war okay, den wir gemacht haben. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu sehr für hassen. Das haben wir doch ganz akzeptabel gelöst. Och, Junge. Lauf doch da durch die Lücke. Warum läufst du denn da nicht durch die Lücke? Niners Comeback. Ja, schön gemacht. Funches hält den Ball fest und das ist ein First Down. Das haben wir natürlich jetzt genau richtig gelöst. Sehr, sehr gut. Schöne Aktion. Wir wollen weiter. Wir wollen weitermachen hier. Greg Olsen. Schmeiß den Ball doch weg. Mann, du brauchst so lange. Der braucht hier so lange, was das angeht. Das kann echt nicht wahr sein. Weiter Ball hinten rein. Aggressive Catch. Touchdown. Touchdown. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft hier mit den 4 Verticals. Marshall fängt das Ding runter. Super Touchdown. Das ist natürlich dann jetzt hier der Ausgleich in dieser Partie. Kommt genau zur richtigen Zeit, wenn man mich fragt. Ja, der war gut getroffen. Der sollte eigentlich sitzen. Ja, gut getroffen. Sehr schön. 7-7 Ausgleich. Und der war ganz, ganz schlecht getreten. Ganz, ganz miserabel. Bis zu 40 kann er da laufen. So, Manndeckung. Und da fast der Sack. Super. Russell Wilson hat noch keinen einzigen Ball hier weggekriegt. Jetzt geht es natürlich weiter hier für uns. Wilson. Oh, schöner Hit hier von Pryor, aber leider hält hier der Angreifer den Ball fest. Wieder rein in die Manndeckung. Und dann komm. Oh, jetzt schmeißt ihn weg. Bei ihm geht's schneller. Andrew Luck wollte ihn vorher nicht so schnell wegschmeißen. So, wieder die Manndeckung. Ja, und das ist ein First Down. Jetzt geht er vorwärts. Jetzt geht er vorwärts. Er will das Two-Possession-Game, sage ich schon. Da steht ja 7-7. Jetzt kein Two-Possession-Game. Er will natürlich wieder die Führung jetzt zurückerobern sich. Ja, und dann macht er jetzt gut mit den Pässen, die er hier wirft. So, Mann, Zonendeckung haben wir jetzt gerade drauf. Und das waren schlechte Zonen. Pryor setzt wieder in Hit. Trotzdem hält er ihn fest. Meine Güte, was ist denn hier los? Cover 2, Mann. 30 Sekunden in der ersten Halbzeit dieser Partie noch zu spielen. Jetzt haben wir wieder Manndeckung drauf. Und das ist ein Touchdown oder was? Nee, aber fast. Mann. So, Laufspiel, Laufspiel. Gut gestoppt. Zweiter und Goal. Ja, und dann läuft er mit dem Quarterback rein. Das war zu leicht. Viel zu leicht hier. Bitter Quarterback-Sneak. Touchdown 14. Beziehungsweise 13-7. Wenn der Extrapunkt klappt, dann 14-7 Führung für unseren Gegner. Und wir returnen das Ding und wir hätten nicht loslaufen sollen. Das war eine doofe Idee. Ich glaube das jetzt gerade nicht. Ich glaube das jetzt echt gerade nicht. Jetzt schenken wir dem Gegner noch ein Field Goal und so schnell haben wir ein Two-Possession-Game, wenn das hier klappt. Oh, meine Güte, was ist los hier? So, Quarter Formation. Ja, jetzt macht er hier was Interessantes und dann kriegt er erstmal hier Weiß mit. Sehr schön, 2 Yards nur Raumgewinn, gut verteidigt. Und jetzt kommen sie übers Laufspiel, jetzt kommen sie übers Laufspiel. Schön geregelt. Warum fummeln eigentlich die Gegner nicht und wir ständig? So, Cover 2 Invert. Guter Spielzug, guter Spielzug. Guckt euch das an. Schön! 4. Versuch. Und jetzt heißt es Return. Ich hoffe, das klappt besser als beim letzten Mal. Ah, Mann! Komm schon, geh vorwärts. So, 4 Verticals. Funches könnte da hinten frei werden. Und auf den gehen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt einfach mal Risiko hier. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Milloy fängt das Ding runter. So viel zum Thema Risiko. Wir hätten vielleicht kein Risiko gehen sollen. Das kann nicht wahr sein.
Ja, bisher läuft es online noch nicht so richtig. Muss man sagen. Aber gut, das erste Online-Spiel hier in Madden 17 sieht noch nicht so rosig aus. Zwei Wide Receiver, 3-4 spielen wir jetzt mal hier. Cover 3 Sky. Curl Flat, Hook Curl. Ja, man sieht, die Zone ist eben beschriftet. Das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt haben wir einen False Start hier noch gemacht, beziehungsweise Neutral Zone Inflection. Oh! So, er läuft durch die Mitte, holt den neuen ersten Versuch raus. Coleman. Und noch eine Minute, 15. Oh Gott, und da ist Platz in der Mitte. Da ist Platz, wieder ein richtig guter Hit. Und trotzdem hält Stewart jetzt hier den Ball fest. Ah, fummelt doch mal. So, 3-4 Bär, interessanter Spielzug. Da, Fumble, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ja, endlich ein Fumble vom Gegner. Das kann uns hier zurück in diese Partie bringen. Ganz, ganz wichtige Aktion. Oh, und es zählt nicht als Fumble. Angeblich war er schon mit den Knien am Boden. Dementsprechend bleibt der Gegner in Ballbesitz. Toll, ganz, ganz stark. Und wir decken jetzt mal hinten mit Marshall die Zone. Ja. Ja, nicht so gut gemacht. Wieder ein super Raumgewinn hier. Super First Down geholt vom Gegner. Der macht das hier ganz geschickt bisher. Beim ersten Drive dachte ich noch, ja, sieht er gar nicht so schlecht aus. Machen einen soliden Eindruck. Aber danach ging es leider so ein bisschen bergab. So, Manndeckung. Oh, Mann. Rauf da. Rauf. Ja, gut verteidigt gegen die 28. 31 Yards. 8 Rush Raumgewinn. Was? 8 Rush Raumgewinn? Was erzähle ich denn? Das ist die Hitze, die ist echt warm geworden heute. 3. Haben wir auch noch eine falsche Formation, ist glaube ich auf dem Feld. So, einfach mal alles zusammenziehen, was wir haben. So, rauf da, wir haben aber eine gute Zonendeckung drauf, Russell Wilson. Und dann schön muss er wegwerfen, 4. Wir halten uns hier irgendwie im Spiel. Also die Jungs hier unseres Gegners sind schon echt stark. Ja, das ist extrem. Wir wollen natürlich jetzt durch die tiefen Routen gehen, weil wir irgendwie schnell Punkte wollen, aber da kommen wir nicht mit zu Rande. Ist natürlich ein bisschen doof, nur vor Verticals funktioniert hier einfach gar nicht gegen ihn. Hat aber auch gute Cornerbacks da leider stehen. Ja, diesmal Marshall mit dem Catch, sehr schön. So, Shakes-Spielzug. Ja, und den hält er nicht fest. Mann, 7 von 11, komm schon Jungs, kommt schon. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Andrew Luck, und dann guckt euch mal an. Guckt euch mal an, wie schnell die da rauskommen. Wie gut die das verteidigen. Mann. Wir haben hier gerade keine Chance. Es fällt nichts ein gegen diesen Gegner. Wir machen zu wenig Laufspiel. Da hätten wir vielleicht was reißen können. Aber jetzt ist dafür auch irgendwie gefühlt zu spät. Ja, guckt euch mal an, wie gut die D-Line da durchkommt. Bitter. So, Hail Mary. Hinten rein, aggressive Catch. Und das ist kein Catch, ja. Damit haben wir natürlich hier das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben. Es ist bitter, sehr, 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 sehr schade in meinen Augen. Aber wir haben auch einfach nicht gut genug gespielt, muss man sagen. War ein bisschen zu unkonzentriert in dieser ersten Partie. Und das könnte natürlich heißen, dass der Draft schon nach dieser ersten Runde erstmal wieder beendet ist. Ja, komm rauf da, schön. Wieder ein Laufspiel. Und das macht er gut. Bricht das eine oder andere Tackle hier. 8 Yards noch bis in die Endzone. Wenn er hier die Punkte macht, vor allen Dingen den Touchdown, dann ist dieses Spiel hier ohnehin vorbei. Ein Turnover wäre was Feines, aber gut, muss man auch erstmal machen. Shelton. Ja, reicht's. Reicht nicht, 4. und 1, es müsste eigentlich aufs Field Goal gehen. So, startet hier den Spielzug, kommt schon Jungs. Ja, den halten wir nicht fest. Ärgerlich, 19 Sekunden sind noch auf der Uhr, 2. und 10. Wieder die 4 Verticals, klar, man kann jetzt mal versuchen hier selber zu laufen. Weit hinten rein, Andrew Luck, incomplete. 10 noch auf der Uhr. 3. und 10. So, Funches. Da hinten könnte er frei werden. Wird frei. Incomplete. Mann, 4. und 7. Letzter Spielzug wahrscheinlich in dieser Partie. 4. und 10 bei 7 Sekunden. Ah, das ist ärgerlich. Es ärgert mich wirklich, dass wir das Spiel so hergeschenkt, dass wir so dumme Aktionen hier gezeigt haben. Und jetzt nochmal der Hail Mary Spielzug hier.
Und da laufen wir mit Andrew Luck. Laufen wir, holen noch ein paar Yards Raumgewinn, aber da wird natürlich nichts mehr draus. Bitter! 17-7, das erste Spiel verloren im Madden Ultimate Team. Ich glaube, wir kennen das schon mit Madden, dass man so die ersten Spiele im Ultimate Team generell erstmal verlieren. Bisschen ärgerlich ist es natürlich, aber trotzdem, da bricht uns kein Zacken aus der Krone. Heute Nachmittag kam Paxton Lynch. Unbedingt auschecken, falls ihr es nicht getan habt. Checkt Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Die Links sind unter der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Wieder bei Ultimate Team, wenn wir dann mal, glaube ich, mit dem Pack-Opening. Also beziehungsweise am Samstag. Schauen wir mal. Vielleicht spiele ich bis dahin, machen wir das Team ein bisschen besser. Wir schauen mal, wie wir das machen, je nachdem, welche Packs dann rauskommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von Game Testicle HD.